So, noch ein kurzes Ergebnisvideo vom Samstag, den 30.03.2018. Es hat dann doch sich heute noch einiges getan. Zum einen ist es mir gelungen, hier unten, man sieht jetzt schon mal der fertige Schubladenschrank, da hinten dran sämtliche Installationen wirklich richtig dicht zu kriegen. Des Weiteren, wenn man hier öffnet, die Tür ist ja auch dran, sieht man hier, dass dieses Brett jetzt drin ist, ja. Und das war eine unglaubliche Aktion, das überhaupt reinzukriegen, weil dazu musste man die gesamte untere, das sieht man hier nur so kaum, nur so rudimentär, die gesamte untere Verkabelung, die, also Frischwasser und Abwasser musste man noch komplett nochmal abnehmen. Aber da ich ja sowieso alles nochmal neu abgedichtet habe, ging das dann in einem Arbeitsgang. Die Platte ist jetzt drin. Ich habe zusätzlichen Stauraum hier noch unter der Spüle, so wie es von IKEA niemals angedacht war. So, der mittlere kleine Schrank ist auch drinne mit abgesägten, abgekürzten Brettern. Mal so eine erste vorläufige Einteilung. Mal gucken, wie ich das dann nutze noch. Weiß ich nicht so genau. Mit gedämpften Türen. Ja, und hier in dem Schubladenschrank, den wir jetzt noch von unten aufmachen muss, weil er noch keine Griffe hat. So. Da hinten dran habe ich mal wirklich den Wolf gemacht, um alles dicht zu kriegen. Und ich habe dann also herkömmlich dann auch noch mit Hanf und Vermitt gearbeitet, nachdem es mit Teflonband einfach nicht dicht zu kriegen war. Mit Hanf geht's dann. Ich habe mir noch ein Erklärvideo bei YouTube angeguckt und dann habe ich das so gemacht und seitdem ist es dicht. Und jetzt vertraue ich auch drauf, weil schon seit 5 Stunden ist es dicht. Ja, und die Schubladen laufen gut. Sehr schön. Und wenn man ihnen einen Schubs gibt, gehen sie auch langsam, sanft zu. Perfekt. Haha, geil. So, jetzt sieht man wenigstens nochmal was. Nachdem die letzten Tage ja wirklich ich stundenlang hier rumgemacht habe, mit irgendwelchen Installationen so hinunter, so unten drunter rumgekrochen und die drei Arbeitsplatten von unten festgeschraubt und so, das sind ja so Arbeiten, da macht man sich tot und man sieht kein Ergebnis, ja. Also es sieht nachher nicht anders aus als vorher, nur dass sie halt fest sind und ausgerichtet sind. Aber jetzt ist soweit in Ordnung, ich bin zufrieden. Es ist Samstagabend, es ist jetzt gleich 8 und jetzt habe ich Hunger. Jetzt ist